So, damit willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um die Barrierefreiheit-Einstellung von G5. Gaming mit Handicap. Das ist Nummer 1 Infoportal für barrierefreies Gaming. So, gehen wir kurz in die Einstellung. Auf der Controller kann man den Tastenschirm auswählen. So, dann kann man die Empfindlichkeit beim Umsehen, beim Zielen und beim Zoom einstellen. Das ergibt der Zielbeschleunigung. Man kann die Dead-Zone einstellen, innen und außen, dann X- und Y-Achse umkehren, Y- und X-Taste, Mensch. Dann gibt es Zielen eine aus, das Ziel muss umschalten. So, man kann die Sticks und Trigger umkehren, dann Tastendruck-Herausforderung, die Druckzeilen oder schnell drücken, also Anzipphilfe, sagst du, Stickwechsel beim Zielen. Dann kommen wir zur nächsten Einstellung, zwar Spiel. Dort kann man zum einen automatisches Nachladen einschalten, eine Zielhilfe, Zeugenhinweise. Wenn man Multiplayer hat, den Gesundheitssummenzug, Schadensanzeige im HUD, Gesundheitsleisten im HUD. Wenn alles ausschaltet, während es zu viel ist, Trefferversualisierung im HUD, Benachrichtigung am Bodenkill, Spielzeit, dann hier ist Teamstatus. Das ist das erste Wort, keine Ahnung, wie man es ausspielt. So ein Minikartner und Tisch. Das ist die Minimap, so wie die Kamera fällt, also in dieselbe Richtung schaut. Man kann den Chat an- und ausstellen. Chat-Anzeigedauer. Falls man länger zum Lesen braucht, kann man das hier bis auf 60 machen. So, als Audio gibt es Untertitel. Okay, hier gibt es aber nicht viel. Das ist nur an- und ausstellen, wenn ich. So, Maus einstellen, dann kann wieder X und Y-Achse umkehren und eine Mausglättung aktivieren. Dann kann die Maus auf Fischka umsehen, zielen und zoomen. Und beim Rennen. Oder mit Maus beim Rennen umdrehen. Tastenbelegung kann man wieder. Ja, Ballett spielt zweimal. Also eine primäre und sekundäre Taste hinzufügen. Unter Zugriff gibt es Farbenblindmodus. Fragt mich, warum das nicht unter Grafik ist. Aber okay, ist zum Glück trotzdem vorhanden. Ah, hier kann man die Untertitelgröße anpassen. Ah, hier gibt es. Okay, das ist geil. Das muss ich Respekt an die Entwickler. Das Feuerskale. Ist da einmal steht der Fachbegriff von dem von der Farbenblindenkrankheit. Es gibt nämlich mehrere Versionen. Zum Beispiel das ist Grünschwester, dann Gelbschwester, Rotschwester. Das ist cool auf jeden Fall, dass man sie sieht. Aber was ich mich gerade frage, soweit ich weiß, gibt es eigentlich noch Blau als Farbenblindenschwester. Na, das ist jetzt hast du Herausforderung. Hatten wir schon. Also es gibt nur Text für Sprache und Sprache zu Text. Einfaches Navigieren, Stickwechsel beim Zielen, Einzelstickbewegung. Da ist es cool, dass du mit einer Taste halt. Ja, wenn man den linken Stick vom Controller nur benutzt, kann zum Beispiel, bewegt sich dann ja die Kamera beim Bewegen mit. So, dann Schriftgröße und wieder Zielmodus, da ziehen eine aus. Und da die Controllerbelegung. Okay, da gibt es nur die primäre Eingabe. Oh, das war's doch schon. So, ich würde also sagen, das war's doch für dieses Video. Also haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn dir das Video gefallen hat, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.